Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's Play Outlast. So, Vollbild und los geht's. Wir sind beim letzten Mal hier gewesen und keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Geht ja wieder toll los. Ich habe jetzt leider ein bisschen Kopfschmerzen. Das stört uns nicht. Wir können jetzt hier rein oder hier rein. Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Es lädt. Nice. Wir sind draußen. Ach, da geht's weiter. Boah, nee. Wo ist er denn? Weil hier kann man jetzt nichts machen, aber man sieht es auch nicht wirklich mehr, wenn man es anmacht. Egal, der Kreissägen-Typ hier ist da. Können wir nach unten? Nee. Man sieht aber auch gar nichts, ey. Batterie. Nice. Was? Was ist denn passiert? Sieht aber auch echt gar nichts.
Da ist mir was lang. Ich habe da was langlaufen sehen, aber. Ich bin mir nicht so sicher, was das jetzt war. Nein, lass mich rein. Ist überhaupt etwas? Nö. Alter, wie überall Stacheldraht ist und so weiter. Also ich kann nicht vergessen, man sieht da sowieso nichts. So, während wir das lesen, gucke ich wieder was, ne? Oh Gott, ich soll was trinken. Das DLC ist aber schon ein bisschen lang, finde ich. Ist ja fast genauso lang wie das Original. Oder täuscht das nur? Naja. Aber muss sie doch irgendwas machen können. Kann man hier hoch? Wenn man hier so lang geht? Nee. Weil der Raum ist hier nicht umsonst. Man kann hier nichts machen. Ich nutze diese Funktion nie, dass man so in die Ecke gucken kann. Ich bin leicht angespannt. Man kann da runterspringen, aber ich will mal gucken, was hier noch was gibt. Aha, aber das ist so eine Batterie. Nice. Mann, erschreck mich nicht so. Ich will auch so einiges. Bekomme es nicht. Wir müssen da runter, oder? Bleib mal da.
Hier können wir nichts machen. Also wir jetzt hier nicht vorbei können, das ist unlogisch. Na egal. Nehmen wir so hin. Jetzt müssen wir hier runter oder was? Sind wir eigentlich schon mal gestorben in diesem DLC? Nee, ne? Ist noch kein einziges Mal gestorben. Wird auch mal Zeit. Hier geht mir leider nach oben. Fliegende Ketten. Nice, hier gibt es wirklich Geister. Oben erschreckt uns jetzt sicherlich was. Oder auch nicht, aber hier ist wieder Licht. Ich höre wieder Gossensprache. Okay. Okay, Licht lasse ich aus, man sieht echt nichts. Oh Gott, das sind ja die Nackten. Die sind zurück. Und wollen ihre Klamotten haben. Wir haben die ja im originalen Teil nur ganz kurz gesehen. Alter, diese Typis sind behindert. Aber ich muss da jetzt durch, ne? Jagen mich doch, weil ich da hinlaufe. Oder ich lasse mich jagen und renne dann vor dem weg. Das ist ein Plan. Es sind aber zwei. Ich trinke erstmal einen Schluck. Oh Mann, warum habe ich die jetzt entdeckt? Die sind ja freundlich. Smiles,
apart. Okay, jetzt wird es ein bisschen eng. Oh Gott. Ich muss mir ja von oben angucken jetzt. Das machen die Nackten jetzt mit den Typis. Nein, aber wo sind wir jetzt eigentlich? Abgeschlossen. Alles klar. Dokument. Tür zu. Und erstmal eine Pause machen. Ach, wer was trinken. Oh Gott, ey. Ist schon gruselig, Leute. Dieses ganze durch die Gärten laufen und so ein Zeug, das ist schon ärgerlich. Vor was rennt er weg? Vor einem Telefon oder was? Warum steht da, du kannst dich nicht verstecken? Ich will mich nicht verstecken, ich lache der Gefahr ins Gesicht. Hahaha. Wie woher kannte ich das? Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Alles klar. Du tust mir jetzt aber nichts, oder? Aber alle Telefone, die man hier findet, piepen. Ja, kommt jetzt eigentlich Böses raus, oder? Jo, es geht weiter mit krassen Sachen. Abgeschlossen, alles super.